AIDS. Viele Menschen werden von ihm krank. Ich bin nicht betroffen, diese Krankheit ist verdammt. Kenne viele, die ihn hatten, kenne viele, die ihn haben. Leider auch ein paar, die jetzt nur noch auf den Tod warten. Harte Worte, hartes Leben. Menschen schätzen kaum das Leben. Ein Gegenmittel könnte es schon geben. Menschen bauen Waffen, Menschen bauen Bomben. Menschen führen Kriege, bis alle dann im Sarg liegen. Viele Kinder sind im Betten und sind krank. Sie sehen nie das Meer, sehen nie den Strand. Können nicht mehr rausgehen, können nicht mehr aufstehen. Könnt ihr das denn nicht auch sehen? So traurig, wie Kinder Eltern verlieren, Eltern Kinder verlieren. Wo soll das denn alles noch hinführen? Ist das Leben wirklich nur Qual und Leid? Macht sich denn jeder von uns nur für den Tod bereit? Man baut sich alles auf und lässt am Ende alles zurück. So viele Tränen und Kummer und eine Menge Unglück. Wie soll man loslassen? Wie soll man das alles verkraften? Kann man für den Tod eine Rechenschaft erschaffen? Wir gehen alle schon den Weg zum Sterben, zum Tod hin. Es fällt uns so schwer, doch er steckt im Leben drin. Viele haben Krebs oder einen Unfall, sterben durch die Kriege auf unserem Erdball. Sehen alle schon den Tod, er bringt Schmerz. Viele haben AIDS oder ein krankes Herz. Wir müssen lernen, für den Tod loszulassen. Wir sollen ihn nicht lieben, doch wir dürfen ihn nicht hassen. Gehen alle schon den Weg zum Sterben, zum Ende hin. Auch wenn wir nicht verstehen, ist dann alles seinen Sinn. Von Anfang an steht am Ende geschrieben. Wir müssen nur die Angst vom Todsein besiegen. Für alle kommt er irgendwann, für Frau, Kind oder Mann. Für ein neues Leben dann. Wir werden auferstehen in einer besseren Welt. Jesus hat alles für uns fertiggestellt. Mein Schwager hatte Krebs, sein Rückenmark besessen. Der Krebs hat es geschafft, ihn qualvoll auch zu fressen. Er ist gestorben, genau wie meine Tante. Ich vergesse nie die Tage, als Gott seine Engel sandte. Um mich herum sterben so viele meinesgleichen. So viele Menschen, die das Altsein nicht erreichen. Sie kommen um auf den Straßen mit Fahrzeugen. Es belastet mich so sehr, Gott kann das bezeugen. Das ganze Unheil, die ganzen Katastrophen. Viel zu viele Tränen für diese beiden Strophen. Man kann nicht weglaufen, man braucht sich nicht verstecken. Kinder fragen, wenn sie schlafen, warum kann man sie nicht wecken? Wie soll man bitte schon den Tod erklären? Man sagt, sie schlafen, es ist von der Wahrheit fern. Sie sind zu jung, um den Tod zu begreifen. Vielleicht verstehen sie es, wenn sie das Erwachsensein erreichen. Ein Augenblick ist so wertvoll, unbezahlbar. Eine Sekunde ist so wertvoll, unbezahlbar. Eine Minute ist so wertvoll, unbezahlbar. Ein Leben. Wir gehen alle schon den Weg zum Sterben, zum Tod hin. Es fällt uns so schwer, doch er steckt im Leben drin. Viele haben Krebs oder einen Unfall, sterben durch die Kriege auf unserem Erdball. Sehen alle schon den Tod, er bringt Schmerz. Viele haben AIDS oder ein krankes Herz. Wir müssen lernen, für den Tod loszulassen. Wir sollen ihn nicht lieben, doch wir dürfen ihn nicht hassen. Gehen alle schon den Weg zum Sterben, zum Ende hin. Auch wenn wir nicht verstehen, ist dann alles sein Sinn. Von Anfang an steht ein Ende geschrieben. Wir müssen nur die Angst vom Todsein besiegen. Für alle kommt er irgendwann, für Frau, Kind oder Mann. Für ein neues Leben dann. Wir werden auferstehen in einer besseren Welt. Jesus hat alles für uns fertiggestellt. Yeah.